Guten Tag, Herr Gewolf. Sie vertreten hier heute auf der CONHIT 2014 die Humanomed IT Solution Austria. Könnten Sie uns bitte kurz sagen, welche Innovationen und Produkte Sie hier heute vorstellen? Humanomed IT Solutions entwickelt ein Krankenhausinformationssystem. Wir sind Betreiber von zwei Privatspitälern und einem Rehabilitationszentrum. Die IT Solutions als neue Sparte ist vor kurzem erst dazugekommen. Und wir machen das, weil wir aufbauen auf dem Know-how aus über 20 Jahren Softwareentwicklung für die eigenen Betriebe und vergrößern unsere Tätigkeit jetzt, indem wir auf den Markt hinausgehen. Wir haben den Vorteil, dass wir direkt mit den Anforderungen unserer eigenen Anwender konfrontiert sind und auf deren Bedürfnissen aufbauen können und aus dem heraus unsere Lösungen entwickeln. Wie würden Sie sagen, sind die Anforderungen von Patienten und Krankenkassen an die Industrie und an neueste Entwicklungen in dem Bereich? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass der Fokus in der Softwareentwicklung verstärkt auf den Patienten, die Servicierung geht. Dazu gehören schnelle Informationsweitergabe, wie wir es zum Beispiel also auch mit mobilen Lösungen anbieten, sodass man bei Visiten sehr schnell dem Patienten in Text, in Bildform Informationen zu seinem eigenen Krankheitsbild bereitstellen kann und umfassendes ein fächerübergreifendes Informationsmanagement bereitstellen kann. Und wie stehen Sie zum Punkt Datensicherheit? In dem Zusammenhang wahrscheinlich relativ relevant. Datensicherheit ist nach wie vor im Gesundheitswesen ein ganz elementares Thema. Es gibt ganz viele neue Entwicklungen, die in Richtung Mobilität gehen, die in Richtung Cloud Computing gehen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man hier besonderes Augenmerk darauf legt, mit diesen Daten sehr vorsichtig umzugehen. Würden Sie uns bitte noch mal kurz sagen, was das Alleinstellungsmerkmal Ihres Produktes ist? Das Alleinstellungsmerkmal, ich habe es eingangs erwähnt, ist, dass wir direkt mit unseren eigenen Anwendern unsere Produkte entwickeln. Darüber hinaus ist es ein webbasiertes System, das ist noch relativ neu in der Entwicklung derzeit. Und darüber hinaus haben wir einen Fokus auf mobile Endgeräte, um Arbeitsabläufe, um Workflows für die Anwender zu erleichtern. Und wir sind bemüht, ein System zu bauen, das über ein reines KISS hinausgeht. Das heißt, wir integrieren in unsere Software nicht nur ein KISS, sondern auch zum Beispiel eine Pflegedokumentation und Planung. Wir haben OP-Management in Vorbereitung, so dass wir wenige Systembrüche haben für die Anwender, die dann von der Administration über die Pflege, über die medizinische Dokumentation in einem System arbeiten können. Und das Ganze ist modular aufgebaut und kann so an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Die End-User wahrscheinlich sind Krankenhäuser, aber vielleicht auch niedergelassene Ärzte oder auch Patienten, individuelle Patienten. Wie würden Sie da so die Sparten eher prozentual sehen? Auf welche Sparte konzentrieren Sie sich? Das Kerngeschäft kommt aus dem Krankenhausinformationssystembereich. Das macht derzeit sicher über 70% aus. Wir sind aber dabei, das auf einen größeren Bereich auszuweiten. Konzentrieren uns da aber auf kleinere Gesundheitsdiensteanbieter, weil das ein Marktsegment ist, das etwas stiefmütterlich behandelt wird von Großanbietern. Und hier gibt es einen großen Bedarf an kleinen modularen Lösungen, die nicht mit riesen Softwarepaketen umgehen können, weder finanziell noch organisatorisch. Und da versuchen wir anzuschließen. Wie sehen Sie denn die Zukunftsaussichten für den doch relativ kleinen Markt Healthcare IT im Allgemeinen? Es ist ein schwieriger, es ist ein hart umkämpfter Markt. Die Marktbereinigung durch Aufkäufe in den letzten Jahren hat das auch gezeigt. Ich denke trotzdem, dass wenn man richtige Nischen findet, wo es einen großen Bedarf gibt, dass man durchaus Chancen hat, hier noch zu reüssieren. Und könnten Sie uns vielleicht abschließend einen letzten Eindruck von dem ersten Tag auf der CONHIT 2014 geben? Erfüllt er Ihre Erwartungen? Ich finde, es ist eine sehr gute, organisierte Messe. Wir würden uns ein bisschen mehr wirklich Endanwenderbesuche wünschen, aber das ist vielleicht am zweiten und am dritten Tag noch der Fall. Vielen Dank, Herr Gewolf. Danke.